Hallo und herzlich willkommen bei Kondensatorschaden.de. Im heutigen Video wird mal wieder repariert, und zwar eine Krups Nespresso XN7006. Der Fehler äußert sich meist durch flackernde LEDs und die Tatsache, dass kein Kaffee mehr gekocht werden kann. Auch ein Entkalken der Maschine ist nicht mehr möglich. Also Zubehör abnehmen und die Maschine zerlegen. Dazu gilt es zunächst an der Unterseite, die 6 Oval-Bit-Schrauben zu lösen. Auch ohne den passenden Bit lassen sich die Schrauben mit einer Kneifzange passabel öffnen. Die erste Hürde wäre damit geschafft. Als nächstes entfernen wir den Plastikdeckel unter dem Wassertank, hinter dem sich die Stromzufuhr verbirgt. Dieser ist lediglich gesteckt und kann einfach entfernt werden. Dann können Phase, Nullleiter und Erdung samt Schalter entfernt werden. Auch den Wasserzulauf lösen wir aus seinen Clips, dann lässt sich der gesamte Unterboden abnehmen. Kapselmaschinen erfreuen sich zwar großer Beliebtheit, für eine lange Lebensdauer sind die Geräte allerdings nicht konzipiert. Das größte Hindernis bei den Espressomaschinen sind die geklipsten Seitenwände. Hierfür sollte man sich entsprechendes Werkzeug in Form solcher Plastikhebel besorgen oder eine alte Plastikkarte verwenden. Zur Not geht auch ein breiter Schraubenzieher, dieser hinterlässt aber unschöne Spuren am Gerät. Da sich die Seitenwände nur mit großer Sorgfalt entfernen lassen, habe ich diese Arbeit schon im Voraus erledigt. Dabei sollte man in der hinteren unteren Ecke beginnen und sich dann nach oben vorarbeiten. Insgesamt sitzen 3 Clips unter der kurzen Strecke. Sobald diese gelöst sind, können die 4 Clips an der oberen Seite gelöst werden. Anschließend springt die Seitenwand ab. Das gleiche wiederholen wir noch auf der anderen Seite, dann ist die Maschine offen. Im Inneren der Maschine sieht man den Durchflussmesser, den Boiler, die Membranpumpe sowie die Steuerelektronik unter der weißen Abdeckung. Um diese auszubauen, müssen wir die Maschine noch weiter zerlegen. Die Hauptverschalung wird ebenfalls nur von 4 Clips an Ort und Stelle gehalten, lässt sich jedoch leicht entfernen. Dazu muss zunächst der Griff senkrecht gestellt werden, dann hebel ich die beiden Clips auf und wiederhole dies auf der anderen Seite. Die Hülle dann vorsichtig abnehmen, aber Achtung, die Kabel lassen sich nicht abstecken. Nun haben wir die Steuerplatine so weit freigelegt, dass sie einfach nach vorne rechts entnommen werden kann. Dazu noch die Kabel abstecken und vorher die Reihenfolge notieren. Zwar ist auf dieser Platine die jeweilige Funktion vermerkt, dies ist aber nicht immer so. Auch bei dieser Maschine sind die Entstörkondis schuld an der Fehlfunktion. Ein klassischer Fall von Kondensatorschaden also. Die beiden Kondensatoren besitzen bei meiner Maschine eine Kapazität von 680 und 220 Mikrofarad. Die Platine wird von 4 Clips in der Rückschale gehalten, die sich aber ebenfalls leicht entfernen lässt. Der größere Kondensator ist auf der Unterseite mit Kleber auf der Platine fixiert, der daher vorsichtig abgehebelt werden muss. 2 Ersatzkondensatoren haben 1,20 Euro gekostet und sind mit etwas Geschick schnell wieder eingelötet. Ein wenig frisches Lot auf die alten Lötstellen, dann lassen sich die Kondensatoren leicht entfernen. Die Löcher öffne ich danach wie gehabt mit einem Schaschlikspieß, der durch das heiße Lot geschoben wird. Die neuen Kondensatoren sollten sich im Anschluss gut durch die Löcher schieben lassen. Sollte es an dieser Stelle hakeln, einfach den Kondensator auf die Löcher aufsetzen und dieses wie beim Entlöten abwechselnd warm machen, bis der Kondi an Ort und Stelle sitzt. Auf ein erneutes Ankleben des Kondensators habe ich im Übrigen verzichtet, denn kleben tut man nur Dinge, die nicht halten müssen, da kann man sie sich auch gleich sparen. Zu guter Letzt noch die überstehenden Beine abknipsen, dann ist die eigentliche Reparatur vollbracht. Nachdem die Kondensatoren wieder an Ort und Stelle sind, baue ich die Maschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Das heißt, zunächst den Controller wieder in sein Plastikgehäuse einsetzen, sämtliche Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder anschließen und anschließend die Platine zurück in ihre Position im Gehäuse bringen. Die Clips im Chassis rasten bei mittlerem Druck von alleine wieder ein. Nur darauf achten, dass alles richtig sitzt und keine Kabel eingeklemmt werden. Zwar habe ich die Bodenplatte vor den Seitenwänden wieder angebracht, leichter ist es jedoch umgekehrt, da die Clips der Seitenwände bis in die Grodengruppe reichen. Beim Einbau des Wasseranschlusses darauf achten, dass der Dichtungsring nicht herausgefallen ist und anschließend die Kabel wieder mit dem Netzanschluss verbinden.
Das Anbringen der Wände ist der aufwendigste Teil der Montage, denn es dauert einige Minuten, bis alle Clips wieder an der richtigen Stelle eingerastet sind und die makellose Optik wiederhergestellt ist. Abschließend nur noch den Tank mit Wasser befüllen, Kapsel einlegen, aufheizen, abwarten und den Kaffee genießen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video.